So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure, wo wir uns heute, sag erneut mal wieder, in den Untergrund der unterirdischen Ruinen hineinwagen werden. Auf der wohl wahrscheinlich finalen Suche nach Rabbit Kong. Denn, wie ich ja sowieso schon mal erwähnt hatte, es gibt insgesamt hier bei diesem DLC 4 Gebiete. Ja, es gibt, er sagt, 4 Gebiete. Und wir haben, er sagt, jetzt das Strandgebiet gehabt, das Korallengebiet. Oder besser gesagt, das Küstengebiet. Dann sowieso dann auch noch das Dschungelgebiet. Und jetzt, ja, das unterirdische Ruinengebiet. Und ich glaube, hier an der Ecke waren wir sowieso schon mal. Hier war ja das Puzzleteil Nummer 18 gewesen. Ob wir eigentlich hier in dieser Ruine noch die restlichen Puzzleteile finden können? Auch eine interessante Frage. Sollte es also wirklich so sein, dass wir vielleicht aufgrund irgendeines Rätsels vielleicht mein Puzzleteil nicht erwischt haben? Tja, dann soll es halt so sein. Okay, hier waren wir also auch längst gewesen mit dem Bananenhandy. Die Kiste haben wir auch aufgemacht. Ah, Moment, wartet mal. Ich glaube, hier habe ich das Ganze doch... Ja, hier habe ich doch das Ganze, sag, aufgegeben. Hm. Hier hatte ich das Ganze mit der Rätselei doch aufgegeben gehabt, weil ich da auch nicht gerade sehr großartig weiterkam. Dann hatten wir den Part beendet und jetzt Kapitel 3 auf dem Plan. Siege alle Gegner. Was haben wir jetzt? Feuerrülpser Nummer 2. Mit Idolen. Moment mal, jetzt sind da 3 Idole. Sogar ein feuriges, das ist nicht fair. Wir müssen uns noch einmal um alle Gegner auf dem Schlachtfeld kümmern, damit uns die unverwundbaren Idole gehen lassen. Verdammt nochmal. Ja, machen wir das erstmal so, würde ich sagen. Erstmal holen wir uns den Grobian mal hier weg. Machen dann ein bisschen Volleyball. Und danach wird erstmal ein bisschen gegroovt. Okay, und der Wirkungsradius scheint er sagt jetzt hier doch ein bisschen besser zu sein als erwartet. Und das sieht jetzt er sagt hier eigentlich nicht gerade so optimal aus. So oder so werden wir jetzt. Ein paar Frostprobleme haben. Tja, wir haben jetzt leider hier ein paar kleine frostige Probleme. Aber ich denke eigentlich, das müsste so machbar sein.
Naja, oder natürlich erstmal so. Okay, hat ja ansatzweise gut geklappt. Wir haben zwar an sich ja jetzt ein bisschen zu viele Punkte verloren aufgrund der Grobiane. Aber ich denke eigentlich, das müsste jetzt noch ein bisschen verkraftbar sein, ja. Ja, das dürfte auf alle Fälle noch verkraftbar sein, was wir jetzt hier machen. Ja, es ist auf alle Fälle noch verkraftbar, was wir jetzt hier gerade fabrizieren. Nicht gerade so optimal, wie man es gerne hätte. Aber hey, wir haben dann, er sagt, jetzt schon alle Gegner besiegt. Also jetzt auf alle Fälle. Die Idole sind jetzt auf jeden Fall zufrieden damit, was wir gemacht haben. Die Schlacht wurde jetzt wieder gewonnen. Und wir rücken dann weiter vor. Tja, und dann sowieso, er sagt, auch noch so, wie es er sagt, vorgesehen war. Zwei Runden. So, die Bonusbananen haben wir auch noch. Und unerwarteterweise, ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben wirklich zwei Puzzleteile übersehen, weil wir nun wirklich nicht alle Rätsel gemacht haben. Nun denn, sowas kann natürlich mal passieren. Finde ich jetzt, er sagt, nicht gerade so schlimm. Es war jetzt nur ein bisschen schade. Aber das muss man jetzt halt mal so akzeptieren. Also gut, dann gehen wir jetzt mal zum neunten Bossfight gegen Rabbit Kong wohl über. Es kommt also zum finalen Gefecht. Auf einer einsamen Insel. Während die Haare nass werden und das Fell ebenso. Hm.
werden die letzten Bananen benutzt. Zum letzten Gefecht. Mega Rabbit Kong 5 vor 12. Naja, um genau zu sein, ist es bei mir gerade 20 vor 12. Passt so ungefähr. Besiege den Boss. Final Fight. Untergebene sind auf diesem, naja, Küstengebiet auch noch ein paar. Ich sehe allerdings gerade mal bloß zwei Wächter. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird der Sack gleich noch anders aussehen. Tja, besiege den Boss mit Bananenkraft. Die Feuerkraft war jetzt, er sagt, nicht gerade so optimal. Und die Dramatik spürt man, er sagt, jetzt hier sowieso auch schon ziemlich stark. Weshalb? Man hört hier niemanden. Man hört hier keine Musik. Es ist der Beweis dafür, dass wir jetzt hier den finalen Fight haben. Man kann hier wirklich regelrecht die Dramatik spüren. Oh, jetzt beginnt die Musik. Erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Star Wars. Episode 1. Eine dunkle Bedrohung. Na, greift der Sack jetzt nicht an. Unerwartet. Unerwartet, dass er jetzt nicht angreift. Okay, die meisten Angriffe hier sind wirklich, er sagt, recht immun. Aber ich kann es mir nun wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Ah, ich wusste es doch, es ist doch ein bisschen zu unwahrscheinlich gewesen jetzt. Ja.
Ja, ein bisschen unwahrscheinlich, dass das Elsack jetzt die einzige Phase Elsack hier bleiben würde. Okay, Rabbit Kong verspürt auf jeden Fall nicht den Groove. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten mehr hier. Tja, und an Schlaf können wir Elsack jetzt hier sowieso auch nicht denken. Soll das dann Elsack wirklich schon der Bossfight an sich her sein? Tja, muss ja wohl. Tja, wir spielen jetzt wirklich mal ein bisschen wieder auf Risiko hier. Aber solange Elsack jetzt sowieso keine Bananen futtert. Scheinen wir dann jetzt ja sowieso alles richtig zu machen. Der finale Kampf am Ende doch anders als erwartet. Okay, null Lebenspunkte, aber jetzt geht es erst rüber in die zweite Phase. Jetzt brauchen wir... Warte mal, was ist das? Okay, jetzt wird es doch interessanter. Wir müssen also jetzt den Schutzschild entschlüsseln. The final fuss. Scheint ihm ja sagt nicht zu schmecken. Ja, der finale Angriff muss, wie es aussieht, von DK ausgeführt werden. Tja, das ist jetzt blöd. Wir sind ja wirklich viel zu weit entfernt. Sind hier wirklich von viel zu weit von allem entfernt. Ja.
Ja, die Lebenspunkte von Rabbit Kong gehen wirklich ins Unermessliche. Okay, das geht der Sack jetzt nicht so ganz klar. Wer wird den finalen Angriff gleich ausführen? Ja, wer wird gleich den finalen Angriff ausführen? Das ist jetzt die gute Frage. Eine gute Frage hier. Okay, das goldene Donkey Kong Fass wurde jetzt entfesselt. Es stellt sich jetzt wirklich bloß die Frage, wer soll es betätigen? Was für eine epische Bossmucke. Episch hoch 10. Also gut. Hat jetzt leider nicht so funktioniert wie erwartet. Funktioniert das jetzt so? Funktioniert es jetzt mit Cranky? Oh nö, mit allen zusammen. So, was sagt dann das, liebe Leute von heute? Immer gut sein Essen kauen. Nun gibt es die Friedensbanane. Trotz ihrer herzlosen Aktion auf dem Klötzchenturm, die uns hier führte, hat sich Rabbit Peach als geläuterter Rabbit erwiesen, der in der Stunde unseres Sieges diese arme Kreatur gegenüber Gnade walten ließ. Jetzt bitte schön ein Kameraschwenk auf Rabbit Peach, weil ich glaube, das wird er so jetzt nicht sein. Vielleicht ist sie eine Diva der Würde, der Anmut und des Mitleids. Kameraschwenk bitte.
Tja, wenn Kongs kollidieren. Wir haben zwei Runden zu viel hierbei gemacht. Wer hätte denn damit jetzt rechnen können? Aber gut. Damit haben wir heute gesagt, die Story des DLCs durch. Wir haben es geschafft, Rabbit Kong zu besiegen. Wir haben die Waschmaschine zurückgekriegt. Rabbit Peach wiederum, er sagt, noch ein Sonnenbad. Hat er sagt, jetzt einen neuen Untergebenen. Tja, die Reize der Weiblichkeit. Nun, wie dem auch sei, mit dem Diva-Teil liege ich jedenfalls richtig. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Aber, nun, Rabbit Kong, danke, dass du die Waschmaschine getragen hast. Wenn ich das nächste Mal umziehe, weiß ich, bei wem ich mich melden muss. Haha, kleiner Witz. Nun, ich glaube, die Garantie ist definitiv abgelaufen, aber die Waschmaschine ist so gut wie neu. Oder zumindest. So gut wie eh und je. Ich schätze, nun heißt es Abschied nehmen. Da du hierbleiben und für deine Bananengaunereien büßen möchtest, für Rabbit Peach und mich ist es nun an der Zeit, ins Pilzkönigreich zurückzukehren. Ich bin allerdings entzückt, dass wir uns als Freunde trennen. Na, dann eben noch Zeit für ein Abschiedsselfie. Mit dem Selfie, Opi, Stick. Tja, das war doch jetzt erstmal ein sehr schöner Abschluss unseres kleinen DLC-Abenteuers. Es war nun ein bisschen schade, dass wir am Ende nicht die restlichen zwei Puzzleteile, naja, erhalten haben, dass wir da irgendwas vergeigten. Oder vor allem sogar, dass wir ein paar Rätsel nicht lösen konnten, weil wir uns da ein bisschen zu blöd angestellt haben. Oder es beim besten Willen nicht gecheckt haben, was er sagt, da zu tun war. Aber hey! Es war ein nettes kleines Abenteuer, das muss ich ja sagen, zugeben. Eine nette kleine Einstimmung. Oder er sagt, nicht aus der Übung kommen. Für das große Weltraumabenteuer von Mario und den Rabbits im Oktober. 20. Oktober. Sparks of Hope. Ja, da kann man ja sagen, denke ich, er sagt mal, das Filmposter von Guardians of the Galaxy ein bisschen, ja, zitieren. Ist hier noch was zu retten? Das wird sie, er sagt, am 20. Oktober, er sagt, herausstellen. Ist hier noch was zu retten im Universum? Die Guardians of the Galaxy of the Pilzkönigreich sind dann unterwegs. Mario, Star-Lord, so kann man zu, er sagt, sagen. Star-Lord hat ja auch meistens zwei Blaster. Dann, er sagt, sowieso, mal sehen. Naja, dann, weil wir ja sowieso schon wissen, dass er sagt, Bowser ja auch ein spielbarer Charakter ist, übernimmt er dann die Rolle von Drax. Mal sehen, wer übernimmt dann die Rolle von Groot? Luigi? Naja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall die Rolle der Gamora wird jetzt schon mal übernommen von diesem neuen Rabbit. Von dieser neuen schwertschwingenden Rabbit-Dame. Dessen Namen ich jetzt vergessen hatte. Hieß sie jetzt Misera? Desire? Dilemma? Naja, wie dem auch sei, wie dem auch sei. Das alles werden wir dann sowieso im Oktober, er sagt, auch nochmal erleben. Vielleicht, er sagt, zugleich dann auch am 20. Oktober, vielleicht auch einen Tag später. Kommt immerhin drauf an, ob entweder das Spiel rechtzeitig geliefert wird oder ob ich es, er sagt, schon mal, naja, einen Laden kaufe. So oder so, dieses Abenteuer in der Südsee, jetzt im Sommer, hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Der DLC-Bossfight wiederum war im Vergleich zur Hauptstory ein bisschen schwächer gewesen. Muss ich ja sagen, wirklich zugeben. Da hat mich ja gesagt, ja, Drachenbowser ein bisschen gefordert und dann er sagt, sowieso auch befeuert. Aber hey, so die Location, ein finaler Fight am Strand, während die Wellen. Gegen ein steinernes Riff ja klatschen. Ja. Das kann sich ja wirklich sehen lassen.
Tja, und jetzt mal sehen. Wir könnten also an der Stelle jetzt den Abspann überspringen. Vielleicht haben wir dann am Ende ja noch eine kleine Sequenz. Tja, Mario und Rabbids Kingdom Battle, das war's. Und was jetzt? Wir haben 12 neue Schlachten, 12 Prüfungen, Puzzleteile. Ja, man könnte zwar jetzt so sagen, wir könnten zwar jetzt noch die extra Rätsel machen, aber nein. Nein, nein. Ich hatte sowieso schon in den letzten Parts nicht gerade so große Lust, jetzt auch auf die anderen Rätsel. Jetzt noch extra Prüfungen und so weiter. Nein, da bin ich jetzt irgendwie raus. Dann sehen wir dann doch beim Ganzen im Oktober mal weiter. Sehen wir im Oktober mal weiter, wenn das zweite Abenteuer von Mario und den Rabbids in der großen Weite des Universums, in der Galaxie, beginnen wird und laufen wird. Somit sage ich dann jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein des finalen Parts von Mario und Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Ihr wart wie immer ein grandioses Publikum. Bis dann und ciao. Zum Oktober, zum zweiten Abenteuer von Mario und den Rabbids. Ende.